Das ist unser Büro. Einige von euch werden es vielleicht morgen ja noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist gerade da drüben auf dem Schlachthof eben. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren da auf dem Schlachthof. Ne, seit 2 Jahren sind wir da, genau. Sind im Augenblick jetzt bei den Netzstrategen, ich glaube, 18 Leute oder so. Es gibt noch die IT-Strategen, die auch nochmal 6 Leute sind. Und die Firmen, wie es der Dirk schon sagte, beschäftigen sich ganz stark mit Unternehmensberatung im digitalen Umfeld. Also wir sind, ganz lapidar gesagt, helfen wir Zeitungsverlagen, Fernsehsendern, aber auch eben Handelsunternehmen online ihre Waren zu verkaufen oder Dienstleistungen oder so, weil die das selber nicht so ganz hinbekommen, irgendwie so richtig gut. Da seid ihr bestimmt alle viel besser drin als diese großen Organisationen, die sich da ganz schwer nur reindenken können. So größenordnungsmäßig machen wir dieses Jahr mit allen Firmen so 2 Millionen Euro Umsatz, ganz grob, wenn alles so geht, wie wir es uns vorstellen irgendwie. Mal gucken, wäre auch besser, wenn es so wäre, weil sonst haben wir ein Problem. Und ich soll euch jetzt mal erzählen, wie das gekommen ist, dass irgendwie dass halt so eine Firma hier auf dem Schlachthof sitzt und jetzt vielleicht auch nicht ganz so konventionell ist und wie wir das gemacht haben. Also das ist immer, ich stehe jetzt hier stellvertretend für die Netzstrategen, ich hatte da ganz viel Unterstützung von allen Leuten bei mir im Büro. Das sind doch alles Kollegen von mir und keine Mitarbeiter. Und ich erzähle so ein bisschen, wie das passiert ist. Für die mit so einem bisschen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe ich die Folien auch schon bei uns auf Facebook eingestellt. Also wem es zu lang geht, was ich erzähle, kann da schon reingucken und kann vorspringen oder kann sich Notizen machen oder so. Einfach facebook.com/netzstrategen, der Post müsste ganz oben sein. Und wenn ihr eh schon da seid, freuen wir uns über Fans und Freunde natürlich, sehr gerne. Und die Band da im Hintergrund, das ist ein Teil von meiner Crew hier, also von meinen Freunden, mit denen ich zusammenarbeite. Das sind aber nicht alle, wir machen zweimal im Jahr so Ausflüge gemeinsam irgendwo hin. Das war von so einem Ausflug das Bild eben. Was kommt denn als nächstes? Ah ja, genau, also das bin ich, bin der André. Ich bin 79 geboren, hier in Karlsruhe, in Knielingen. Ich war dann aber mehrere Jahre auch weg und so über 10 sogar und bin dann jetzt seit 5, 6 Jahren wieder in Karlsruhe oder so. War hier in Deutschland, ich habe in Deutschland angefangen zu studieren, war in Spanien studieren, war in England studieren, habe lange in Amerika gearbeitet und kam dann irgendwann wieder zurück hier nach Deutschland, genau. Und eigentlich könnte ich auch total glücklich sein. Ich habe 3 wundervolle Kinder, das ist ganz toll. Ich habe ein kleines Haus in der Vorstadt, das ist auch ganz toll. Wir haben einen Garten eigentlich. Könnte alles in meinem Leben eigentlich viel besser sein, wenn ich nicht dieses Gen hätte, dass ich irgendwie immer Firmen gründen muss. Also das ist ganz komisch bei mir. Das ist aber so, vielleicht weicht das auch ein bisschen ab von dem ersten Vortrag heute, von jemandem, der sagt, dass jeder eine Firma gründen kann. Das stimmt bestimmt auch. Und auch die Sachen, ich habe das Buch so ein bisschen angelesen, was da erzählt wird, dass man da auch outsourcen muss und Fachleute finden muss, das stimmt auch alles, aber es gibt Menschen, die müssen einfach gründen. Und da gehöre ich halt irgendwie leider mit dazu. Also ich habe es schon gesagt, ich war ganz lange in Staaten, da ging das auch so ein bisschen los, das hat es beschleunigt bei mir. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aber jetzt nicht irgendwie so im Mittelstand mit LKWs, sondern meine Mutter ist Kosmetikerin, mein Onkel ist Steinmetz, der andere Onkel hat eine Autowerkstatt. Und wir hatten einen Eiskaffee bei meiner Oma. Also irgendwie um mich herum waren alle selbstständig. Und ich habe irgendwie immer, egal wo ich hinkam, zum Kaffee trinken, abspülen müssen, aufräumen müssen. Ich lag mit 6 Jahren unterm Auto das erste Mal. Also für mich war das ganz normal, dass ich halt irgendwie ständig arbeite. Und das ist auch total okay so. Meine Eltern haben immer gesagt, mit Fleiß und Intelligenz schafft man es irgendwie mal zu was. Und da habe ich mich halt so ein bisschen dran aufgehängt, vor allem der Fleiß. Und dann kam ich eben in die Staaten und in den Staaten ist natürlich dieses Gründerdenken noch viel krasser. Das war wie wenn man Feuer in Benzin schüttet. Also ich komme da rüber, hatte noch einen Chef, der so Vollblutunternehmer war. Es war ein Medienunternehmen, wo ich dort war. Und da habe ich Unternehmertum echt gelernt und habe dann auch nach 3 Jahren nicht mehr an mich gekonnt und musste die erste Firma gründen. Von da an ging es dann halt weiter. In Summe, also das ist so gerade meine Bilanz, ich habe 2 Firmen gegründet und verkauft, die ich in Amerika gegründet habe, habe ich dort auch wieder verkauft nach einem Jahr. Eine andere hier in Deutschland an die Telekom. Ich habe aber auch 2 Firmen mal platt gemacht, was auch eine super tolle Erfahrung ist. Dann wird man Liquidator. Das ist ein geiler Titel, den hätte ich immer gern, aber den kriegt man wieder weggenommen nach einem Jahr, nach der Liquidation. Und im Augenblick laufen 3 Firmen, also 3, die relevant sind. Ich habe noch ein paar andere Beteiligungen, wo ich einfach Gründern helfe mit ein bisschen Kapital und mit vor allem so Ideen und Hirn und so. Also das so mal zu mir. Und ich habe auch schon verdammt viel erlebt. Ich war auch schon vor Gericht mit Freunden und Bekannten und musste schon Mitarbeiter entlassen, habe schon große Kunden verloren, habe schon eine Firma mal fast in Sand gesetzt und dann doch nicht irgendwie. Also genau das, was der Dirk vorhin meinte, ich habe halt da irgendwie durch dieses zwanghafte Verhalten schon ganz viele Sachen erleben dürfen.
von denen ich euch heute ein bisschen erzählen will. Und ich habe auch noch einen Disclaimer, das sind so meine What-the-fuck-Erlebnisse. Das muss, kann bei euch anders sein. Also ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt, wenn ihr gründet. Wer von euch will denn überhaupt mal jemals Mitarbeiter haben? Hat das jemand geplant? Ah, das, ja? Kann sich jemand vorstellen, vielleicht Mitarbeiter zu haben? So, ja. Also all die, die nicht die Hand gehoben haben, sind die Schlaueren unter euch auf jeden Fall. Ja, wobei so schlimm ist das gar nicht, aber ja. Also deswegen, das weiß man bei den Kultur-Kreativschaffenden nie, es gibt ja welche, die sagen, ich bin meine eigene Firma und ich bin damit glücklich und das ist auch super geil, das ist super okay, man spart sich da verdammt viel Drama, wenn man das so handhabt, man bleibt viel flexibler, aber das andere kann auch Spaß machen. Und ich stehe ja heute auch da mit einem Lächeln, also man kann das schon auch irgendwie alles hinkriegen. So, ab jetzt Ohren gespitzt, jetzt kommen die Lektionen. ihr könnt mir aber immer auch gerne Fragen stellen oder so, ne? So, also, gegründet ist immer schnell. Diese Liebe am Anfang, vor allem in seine eigene Idee hinein oder in seinen Geschäftspartner hinein, ah, da geht einem das Herz auf. Also auch mir, ich verliebe mich auch total in Ideen oder wenn Menschen Ideen erzählen, falle ich in Liebe und so, ah, super, müssen wir machen, schnell zum Notar. Mittlerweile bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, ich sortiere das ein bisschen besser aus. Und würde euch auch so ein paar Tipps mitgeben. Ich habe euch die Tipps, also ich lese nicht alles vor, was da so steht. Die Tipps stehen ja auf den Folien drauf, aber denkt wirklich vorher nochmal genau drüber nach eigentlich. Also was ist euch denn wirklich wichtig im Leben? Was wollt ihr denn erreichen? Wo wollt ihr denn hin? Weil der erste Schritt in so eine Unternehmensgründung hinein, das ist wirklich nur der erste. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei, vier Jahren. Gibt es schon welche von euch, die ein paar Jahre schon selbstständig sind? Ja, also dann kennt ihr das. Ihr baut da echt ein Erbe auf. Ne? Das ist so... Der Rucksack wird immer größer, den man aufhat irgendwie und man muss es halt mit sich rumschleppen. Man hat alte Kundenbeziehungen, die rufen wieder an und sind nicht glücklich. Man hat Partner, die was von einem wollen. Also man baut immer mehr auf. Seid euch dessen halt bewusst, wenn ihr gründet und schreibt euch vielleicht auch nochmal auf, was euch wirklich wichtig ist. Also warum gründet ihr außerhalb dieser Idee, die ihr habt, die ihr so total unglaublich geil findet? Also das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr zusammen mit anderen Leuten gründet. Denkt auch genau miteinander drüber nach. Das ist nämlich der andere Aspekt, so eine Trennung, das ist wie eine Beziehung, die man auflöst. Also wenn man so zusammen eine GmbH gründet oder auch nur eine GbR oder, ach Gott, stimmt, es gibt eine Firma mehr, die ich gekillt habe. Also ich hatte auch nochmal GbR mit einem Freund irgendwann, die wir irgendwann auflösen mussten. Ey, setzt euch wirklich vorher hin und diskutiert alles aus. Streitet euch, pflegt eine gute Streitkultur, sprecht über Dinge wie Lebensziele. Will der andere Kinder haben oder nicht? Das ist ein ganz wichtiges Thema, das verändert ganz viel, wenn man Kinder hat. Was für Ideale, was für Werte habe ich? Was ist mir wirklich wichtig? Wie will ich meinen Alltag gestalten? Sprecht auch über Geld. Sprecht darüber, wie viel Geld willst du verdienen? Wie viel Geld will ich verdienen? Sind wir da auf dem gemeinsamen Level? Weil ihr fangt an, da rein zu investieren. Und nichts ist fieser, wenn irgendwann mal so dieses Gefühl der Unfairness an einem nagt. Also wenn es immer, ich mache da ja viel mehr als der andere. Und wenn man das dann nicht ganz schnell auf den Tisch bringt, nach einem halben Jahr, habt ihr total merkwürdige, da streitet ihr euch über die Temperatur im Büro, als ob es echt um euer Kind geht. Das ist dann so, oh, ist zu warm, ist zu kalt und ich bezahle eh die Heizung und das ist ganz fies. Also versucht das irgendwie auch rauszuholen aus euch, behaltet das nicht drin. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit jemandem nicht gut reden, dann lasst es vielleicht lieber mit der gemeinsamen Gründung auf jeden Fall. Also einmal zu viel streiten als zu wenig, das erspart so in einem Jahr einen unangenehmen Notartermin, sage ich euch mal so ganz, ganz grob. Dann sollte man Verträge sehr gründlich lesen. Ich habe das am Anfang nicht gemacht, ich habe nicht alle Verträge so richtig gelesen. Ich so, ja, wird schon passen, wir sind uns ja einig, hard to hard, so läuft. Kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Vor allem, wenn der andere auf dem Vertrag besteht und man selber halt nicht. Ja, da können manchmal Sachen drinstehen, die hätte man vielleicht doch lieber nochmal hinterfragt. Für mich ist ein Vertrag, egal ob das mit einem Mitarbeiter, mit einem Kunden, mit einem Kollegen ist, ein Vertrag ist für mich eine strukturierte Diskussion der gegenseitigen Erwartungen. Also stellt es euch einfach so vor. Also in dem Vertrag steht wirklich drin, also worst comes to worst, läuft es dann halt so. Ne? Und so trennen wir uns und so passieren dann Dinge. Und nehmt euch die Zeit ruhig, setzt euch hin und wenn ihr merkt, der Gegenüber will einen Vertrag haben, sagt, alles klar, du kriegst jetzt dein Vertragsgespräch. Dann brauche ich aber auch 4 Stunden Zeit von dir und dann machen wir das mal in aller Tiefe. Das finde ich total wichtig. Ich habe am Montag wieder einen Notartermin und werde mich am Wochenende mit den ganzen Unterlagen intensivst auseinandersetzen, damit ich auch weiß, was da am Montag eventuell beschlossen oder unterschrieben wird. So ein Vertrag muss kein Hinkebein sein. Das ist einfach nur, stellt euch einfach vor, naja gut, jetzt besprechen wir halt, was wir voneinander erwarten und zwar in der entsprechenden Tiefe. Auch mit Mitarbeitern, das ist total wichtig. Also wenn ihr jemanden einstellt, geht mit denen den Vertrag durch. Geht auch auf die einzelnen Punkte ein, die nicht verstehen. Und fragt auch immer,
also hinterfragt selber auch immer, steht da eigentlich, was ich will? Weil das geht mir ganz oft so, dass ich einen Vertrag halt habe, den habe ich schon seit 3 Jahren, keine Ahnung, wenn man bei mir, also bei uns arbeitet, kriegt man den gleichen Vertrag und jetzt hat neulich der Dominik angefangen und er hat verdammt gute Fragen gestellt, was dazu führte, dass wir alle neue Verträge gemacht haben mit allen Leuten, weil der wirklich gute Fragen gestellt hatte. Ja. Andersrum braucht auch nicht alles einen Vertrag. Also es ist bei uns auch so, wir haben sehr große Kunden, mit denen wir keine vertragliche Vereinbarung haben. Meine Erfahrung ist da andersrum, wenn es kracht, dann kracht es eh. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein Rechtsstreit besser oder schlechter mit oder ohne Vertrag lief. Da gibt es, das ist das Gleiche. Wenn ihr euch streitet, dann streitet ihr euch und so ein Vertrag hilft dann nachher eigentlich zumindest auch nicht weiter mit Seelenfrieden. Also schlecht schlafen tust du mit oder ohne Vertrag, wenn du einen Rechtsstreit hast. Oder überhaupt Streit hast. Also ich schlafe da nicht gut und deswegen ist es nicht so wichtig. Manchmal ist es sogar doof, wenn man es macht, weil dann eben irgendwie ein ganz komisches Gefühl reinkommt. Da müsst ihr einfach, je nachdem wer eure Kunden sind, so ein bisschen Sensoren für haben, muss ich mit denen jetzt wirklich dieses Vertragsthema auskaspern oder reicht es, wenn wir einen Handschlag machen? Wenn ihr mit der Stadt arbeitet, dann braucht ihr diverse Verträge. Danke Dirk und Sabrina. Und Nerven, ja. 17, 18 Entwürfe, super. Ja, also das ist mit den Verträgen so. Jetzt lege ich mal die Fernbedienung hin, weil da kann ich mehr zu erzählen. Das Geschäftsmodell ist sau wichtig. Ihr müsst verstehen, wofür ihr euer Geld kriegt und wie ihr es bekommt. Also ihr müsst wirklich eure Wertschöpfung verstehen. Was steht denn da genau? Also die morgen in den Workshop mit mir kommen, da werden wir da auch bis zum Erbrechen drüber sprechen. Wofür kriegt ihr eigentlich Geld? Was ist die Leistung, die ihr bringt? Was ist das Produkt, das ihr herstellt? Was ist das, was ihr in eurem Kunden auslöst? Also was tut ihr für euren Kunden eigentlich? Das müsst ihr genau verstehen und nicht irgendwie grob wissen. Also hier hast du halt eine Fernbedienung und ihr müsst wissen, was der mit der Fernbedienung macht, dass er damit besser präsentieren kann oder so. Also diese Abstraktion, es ist super wichtig, dass ihr euch da viele Gedanken zu macht, wie eigentlich die Zahnräder da bei euch genau laufen und auch, wie ihr das in Rechnung stellt. Also stellt ihr das einmal in Rechnung, stellt ihr das monatlich in Rechnung, stellt ihr das jährlich, stellt ihr das mehrfach berechnet ein. Also da ist auch so ein Punkt, ihr müsst verstehen, wie ihr Geld verdient, also jetzt Umsatz macht. Also wie läuft das genau, wofür bekommt ihr Geld und wie rechnet ihr das ab? Das ist so ein ganz zentraler Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Da haben wir uns auch sau viel Gedanken drüber gemacht. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, wir kriegen immer nur Geld für Zeit. Also wir bringen Zeit für einen Kunden auf und dann gibt er uns Geld dafür. Und das ist Vorzimmer von der Hölle. Also weil du ständig wieder neue Kunden, neue Projekte akquirieren musst. Unser Geschäftsmodell ist eine totale Achterbahn und super nervenaufreifend, weil es immer so hoch und runter geht. Wir machen Umsatz, dann kostet es wieder ein Schweinegeld, bis wir neue Kunden akquiriert haben. Wir haben Kunden im Handel, ich habe es vorhin erzählt, das ist ein ähnlicher Albtraum, weil man zwar sehr flexibel arbeiten kann, aber man nie genau weiß, ob das Geld kommt oder nicht. Und das Monatsende kommt und die Eingangsrechnungen kommen und du sagst, oh mein Gott, es muss noch ein bisschen Geld irgendwo herkommen. Das müsst ihr genau verstehen und überlegen, wie ihr das optimieren könnt. Da wird es morgen bei mir ganz arg drum gehen, wie verkaufen wir eigentlich unsere Leistung? Weil, und das ist der spannende Punkt, wenn ich jetzt eine Stunde oder 2 Stunden, ich war gestern in Belgien bei einem Kunden, da habe ich den ganzen Tag mit Anreise, Gespräch, Rückreise verbracht. Das ist richtig teuer gewesen, also so als optionalen Kosten. Dann kann ich zwar, klar, ein Projekt verkaufen einmal oder ich bespreche mit ihm, wie wir ein Jahr zusammenarbeiten oder 2 Jahre zusammenarbeiten oder wie er ein Produkt oder eine Dienstleistung von mir bezieht, die halt länger läuft. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn ihr diese Stunde oder diesen Tag investiert in ein neues Kundengespräch, was für eine Dienstleistung oder wie biete ich mein Produkt da an, damit ich eben aus diesem Gespräch eigentlich den maximalen Umsatz rausholen kann, weil ich für dieses Gespräch halt kein Geld bekomme. Also das Geschäftsmodell und die Mechanik, sage ich mal, die dahinter liegt, wie ihr euer Geld verdient, ist super wichtig. Was voll für ein Hintern ist jegliche Excel-Planung. Also bei diesen Businessplan-Wettbewerben, da darf ich ja auch ab und zu mal beisitzen, die dann kommen mit irgendwelchen geilen Modellen, die sich dann nach oben schaukeln und in 3 Jahren alle Millionäre sind, die sind halt totaler Quatsch. Also das kann jeder, der Excel bedienen kann so einen Businessplan schrauben. Das ist nicht so relevant. Also vor allem eine Umsatzplanung, das ist jeder, der das macht, der lügt. Also der lügt mal mehr, mal weniger. Ich würde brutal lügen, wenn ich eine Umsatzplanung machen würde. Andere lügen vielleicht ein bisschen weniger, die haben länger laufende Verträge oder bieten andere Dienstleistungen an. Aber auch da ist nicht sicher, was umsatzmäßig kommt. Andersrum würde ich dafür plädieren, dass ihr euch die Kosten genau anschaut, weil die Kosten könnt ihr viel
kurzzyklischer steuern als die Umsätze. Die Umsätze sind da viel schwerer vorauszuschreiben und auch wirklich zu realisieren. Und das geht ganz schnell, dass ein Kunde mal 2, 3 Monate länger als geplant braucht, um euch zu beauftragen und eine Rechnung zu bezahlen, wenn ihr die Kosten viel, viel besser kontrollieren könnt. Zum Beispiel, wie ihr jetzt wiederum Verträge gestaltet mit Dritten oder dass ihr einfach bestimmte Dinge nicht kauft, die in der Planung stehen. Also kommen wir nachher nochmal dazu. Aber Kosten sind einfacher zu kontrollieren als Umsätze. Deswegen sollten die für euch halbwegs klar sein. Eine Umsatzplanung, den Stress braucht ihr euch in meinen Augen nicht in der Intensivität machen. Genau, das Fiese ist nämlich, das ist der Punkt an diesen Businessplanmodellen, also jeder Businessplan, der halbwegs gut zu planen ist, der basiert auf 2, 3 großen Hebeln, auf 2, 3 großen Annahmen. Und wenn eine von diesen Annahmen nicht eintrifft, ist der ganze Businessplan auf der Umsatzseite im Eimer. Ich habe den Fehler gemacht, als ich eine Produkt-, also eine Softwareproduktfirma hatte und angenommen habe, wie stark meine Kunden meine Anwendung brauchen würden und wie viel die abkaufen würden. Und wir haben dann, das war so die erste größere Firma hier in Deutschland, den Kostenblock mal aufgebaut mit einem Venture-Kapitalgeber und angenommen, dass wir die Umsätze genauso realisieren können. Und dann war der Kostenblock da, der war auch nicht mehr wirklich zu beeinflussen und die Umsätze kamen über diese 2, 3 Hebel einfach nicht rein. Und dann, ja, das ging nicht so gut. Und ging auch nicht so gut aus danach. Er war auch ein unangenehmer Notartermin. Während andersrum, unser Geschäftsmodell ist viel weniger riskant, weil wir jederzeit einen ganz schnell und kurzfristig sehr flexibel Umsatz machen können, weil wir so viel können. Aber es ist halt echt ein Albtraum für die Nerven, ne? Weil du halt die Umsatzseite so schlecht planen kannst. Ja, genau, die Idee. Am Anfang war die Idee, in die man sich verliebt und man sich reinsteigert. Und mit einer guten Idee beginnt wirklich alles. Und von der muss man total überzeugt sein. Das kann eine ganz einfache Sache sein. Das kann sein, ich mache die wundervollsten Kleider, obwohl es schon 1 Million andere gibt, die auch Kleider machen. Ich mache noch schönere Kleider und ich bin so verliebt in meine Kleider, dass ich das unbedingt und das Volk bringen muss. Und ich muss das jedem erzählen und ich muss dafür brennen. Und wenn ihr das Feuer nicht spürt dafür, dann solltet ihr auch gar nicht anfangen. Also das muss von euch rauskommen. Ihr seid der Unternehmer, die Unternehmerin. Und wenn ihr nicht brennt für eure Idee, dann lasst es lieber. Aber, und das ist, glaube ich, das geht ganz gut einher mit Ihnen, wenn ich es richtig weiß, die Idee sind so 20-30%, weil geht nicht davon aus, dass ihr irgendwie einzigartig seid. Geht nicht davon aus, dass ihr die Einzigen seid, die das können, was ihr anbieten wollt. Das ist einfach nicht so. Es gibt ganz viele andere schlaue Leute. Das von Ihnen, ne? Ist klar. Also, ne? Nächstes Buch ist von mir. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, Buch geschrieben. Die Umsetzung, darauf kommt es eigentlich nachher an, weil eine geile Idee, also keine Ahnung, stellt euch einfach, das ist wie iPhone und Android, also wie iOS und Android, iOS ist detailbesessen, Android nicht so sehr, sorry, wenn ich jetzt mit jemandem auf die Füße trete, aber das ist genau der Unterschied, also versteht einfach, woraus bei eurer Idee wirklich ankommt, versteht, was das Geile ist, wie vorhin das Thema Geschäftsmodell, was ist das, was euch differenziert und dann solltet ihr darauf alle Energie legen. Alles andere, wie er glaube ich auch sagt, so mit Logistik und so, wenn das Logistik nicht der zentrale Aspekt ist, wenn Lagerhaltung nicht der zentrale Aspekt ist, wenn Rechnungen schreiben nicht der zentrale Aspekt ist, legt es weg, schiebt es zur Seite. Achtet darauf, dass diese wenigen Dinge super geil sind, weil die Umsetzung ist 70% vom Erfolg. Wenn wir nicht so qualitativ verdammt hochwertig und so viel Praxiswissen hätten, könnten wir niemals unsere Tagessätze realisieren. Das ist das, was wir so geil können, dass wir ein so breites Themenfeld mit so vielen Leuten saugut abbilden. Und du kannst uns fast zu allem fragen, einer von uns weiß es. Und zwar, was heute aktuell ist. Also wenn du fragst, hey, wie funktioniert denn heute der Facebook-Algorithmus, dass jemand meinen Post sieht, dann kann dir da drüben einer bis zwei Leute können dir erklären, wie das funktioniert. Und das ist genau der Punkt und deswegen kriegen wir hohe Tagessätze. Und darauf achten wir, alles andere ist es nicht so wichtig. Wir schreiben auch mit unseren Rechnungen noch mit Word. Scheißegal. Es ist zwar nicht super professionell, aber behält uns die Flexibilität bei. Also achtet wirklich drauf, was euch einzigartig macht und legt da ganz, ganz viel Aufmerksamkeit drauf. Eine andere Sache für die Mitarbeiter einstellen wollen, ganz wichtig. Wir haben ganz lange diese Attitüde verfolgt. Hire for Attitudes, Train for Skills. Also stellt Leute ein, die super nett sind, die gut ins Team reinpassen und den Rest bringen wir denen dann schon bei. Das stimmt auch prinzipiell. Es ist total wichtig, dass ihr eine gute Stimmung habt, dass die Leute ins Team passen, dass das alles harmonisch ist bei euch und dass es halt gemeinsam vorwärts geht und alle an einem Strang ziehen. Allerdings haben wir jetzt so im letzten Vierteljahr gelernt, dass so Skills gar nicht schaden. Also wenn, also, nee, echt. Es ist kein, ich mache keinen Spaß. Wir haben wirklich, also wir sind ganz hart davon ausgegangen, hey, wir stellen Leute ein, die einfach saugut passen. Ob die jetzt wirklich Erfahrung mit den Themen haben, die wir haben,
schauen wir mal, die können das alles lernen. Wir investieren einfach ganz viel Zeit in die und dann werden die das schon rauskriegen, wie das funktioniert. Und es ist auch bei den meisten so gewesen, kann ich wirklich sagen. Aber wenn du jemanden hast, der das schon mitbringt, geht alles viel schneller. Diese Einsicht hatten wir erst, als wir es dann mal selber erlebt haben. Also ja, manche Dinge muss man halt erleben. Also tatsächlich, wir haben jetzt so 2, 3 Leute eingestellt, die halt nicht nur saugut reinpassen, sondern die einfach Plug and Play sind. Die haben sowas schon mal vorher gemacht. Traum, das ist Wahnsinn, echt. Also achte da ein bisschen drauf. Die Stimmung und dass es alles zusammenpasst, ist total wichtig. Das sollte, wir würden trotzdem niemanden einstellen, der bei uns irgendwie ein Fremdkörper wäre. Aber wenn er halt schon was kann oder sieht schon was kann, ha, klasse Sache. Auch dahingehend, das ist auch so eine Denke bei uns, wir haben bei uns fast keine Strukturen. Deswegen ist unsere Firma auch, von dem, wie sie Leistungen erbringt, sehr schwierig zu erklären. Das liegt aber daran, dass wir alle mündige, schlaue, selbstständige Menschen sind. Wenn ich zum Stefan sage, Stefan, bitte mach das für mich, und dann sagt der Stefan, ja, ich mache das bis Mittwoch für dich, dann weiß ich, Stefan macht das bis Mittwoch für mich. Da brauche ich kein Ticketing-System oder Zeit-Tracking-System oder sonst irgendwas, der Stefan macht es. Wenn dann der Jim zum Stefan kommt und sagt, Stefan, machst du das auch für mich? Dann sagt er, ja, das mache ich, aber ich muss bis morgen was für einen André machen. Ich mache das bis übermorgen. Aber wir haben es alle selber im Griff. Ne? Also wir wissen, was wir tun. Wir sind selber große Kinder und kriegen das alles hin. Und genauso Leute suchen wir auch, weil wir alle konzerngeschädigt sind. Das ist vielleicht auch noch so ein Geheimnis von uns. Wir haben alle schon mal in einer großen Firma gearbeitet und fanden es ganz, ganz schlimm, diesen Verlust der Individualität, der Kreativität, das Obrigkeitshören und so. Ja, du auch. Du bist ja bei der Stadt genau richtig. Genau, also das finden wir wichtig. Genau, ich finde Strukturen also ätzend, beengend, unkreativ, ich kann so nicht arbeiten. Also wirklich nicht. Und so Leute suchen wir halt auch aus. Ne? Aber die müssen natürlich das auch mitbringen, dass sie das auch wissen. Und da muss man auch ganz viel mit denen arbeiten. Und genau, ich möchte keine Strukturen, ich möchte tolle Kollegen haben. Das Gleiche gilt auch für unsere Kunden. Wenn ein Kunde damit nicht klarkommt, dass wir halt so arbeiten, und das tun manche Volkswagen zum Beispiel, kommen nicht damit klar, sagen wir, dann tut es mir leid, dann verkaufen wir keine Autos für dich, weil wir halt so funktionieren. Das ist halt so. Andersrum heißt es aber auch, wenn ich keine Strukturen habe, muss ich verdammt gute Ohren und Augen haben und mitbekommen, was im Büro so funktioniert. Ich muss verstehen, wie meine Firma tickt und wie es ihr gerade geht. Also jeder muss das, aber das ist ganz, ganz wichtig. Also wir hatten so einen Fall jetzt gerade, dass wir gemerkt haben, dass die Stimmung bei uns im Büro so ein bisschen gekippt ist, aufgrund von so einer kleinen Klickenbildung, die halt passiert ist, weil wir eine andere Firma noch bei uns mit im Büro drin sitzen hatten und haben dann im Januar eine harte, aber notwendige Entscheidung getroffen und haben diese Firma dann ausgegliedert bei uns. Also die sitzt jetzt in einem anderen Büro. Das hat natürlich erstmal mehrere Monate Schmerzen mitgebracht. Aber jetzt, seit die weg sind, seit 4, 5 Wochen, es ist wie ein Befreiungsschlag gewesen. Ja, das ist so, es fühlen sich alle besser, es haben wieder alle ein Lachen auf dem Gesicht. Es läuft wieder Musik im Büro. Das hatten wir ganz lange, hatten wir Musik im Büro. Und dann haben wir irgendwann aufgehört, Musik zu hören im Büro. Und jetzt hören wir wieder Musik und jetzt ist irgendwie alles wieder in Ordnung. Also ganz interessant, da müsst ihr wirklich drauf achten und dann vielleicht auch mal eine blöde Entscheidung treffen. Aber diese Stimmung im Büro, die muss man spüren und muss sich dann auch drum kümmern. Die ist echt so ein Pflänzchen und die wird irgendwie nie ein richtiger Baum. Naja, sie wächst schon ein bisschen, aber die ist immer sehr, sehr empfindlich. Gerade wenn man halt so aufgestellt ist, dass man den ganzen Quatsch nicht macht. Wenn die Leute gewohnt sind, kreativ, frei und offen arbeiten zu können, ich auch, mich hat das auch belastet, dann muss man halt genau reinhören, was da passiert. Was kommt denn jetzt? Ja, genau, das ist, ja, ja. Hast du das Gefühl, dass eure Firmengröße dann automatisch ein Stück weit begrenzt ist? Ja. Weil dieses Modell bei 60 Leuten ja nicht mehr funktionieren wird, da wird er nur noch im Kreis rumrennen. Genau, ja, deswegen wollen wir haben, bitte? Wie viel seid ihr jetzt? Ja, hier im Büro bei uns, glaube ich, 18 und plus nochmal 5, 6 bei einer Tiefstrategen oder so. 25 Cap, genau, da ist der Cap. Aber wir haben auch Fluktuationen, also es ist nicht so, dass es immer die 25 gleichen Menschen sind, aber wir haben schon zum Beispiel gesagt, wir wollen nicht größer als 25 werden, das heißt auch, dass wir wahrscheinlich nie höhere Gehälter als X bezahlen können, das wird einfach ganz anders laufen bei uns. Und wir haben auch selber gesagt zueinander, naja, wer will, kann hier in Rente gehen. Also wir führen die Firma, wir sind total bodenständig, wir haben nicht mal einen Dispo-Kredit. Das haben wir alle mal gehabt, fanden wir alle doof. Also wir sind super konservativ, wenn es um unsere Finanzen geht, weil wir halt das Versprechen haben, dass wir miteinander auch in Rente gehen können. Deswegen machen wir auch nichts Riskantes mit der Firma. So, genau.
Genau, was auch noch wichtig ist, natürlich hilft eine lange Betriebszugehörigkeit ungemein. Also je länger Menschen dabei sind, desto besser arbeiten die zusammen. Das merkt man wirklich, so das erste halbe Jahr, Jahr mit neuen Leuten ist immer ziemlich holprig und auf einmal entstehen Freundschaften, dann gehen Sachen doppelt so schnell. Das ist immer wundervoll, wenn das passiert, dass Leute so, weil man wirklich merkt, okay, jetzt ist jemand angekommen, jetzt ist jemand integriert, jetzt läuft's, jetzt ist das blinde Verständnis füreinander da. Steht es da auch? Ja, genau. Genau. Ja, das hilft wirklich mit der Produktivität, es hilft mit dem Ergebnis, merkst du wirklich, dann gehen wirklich deine Umsätze und auch deine Erträge hoch mit der Profitabilität. Das ist wirklich super. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal fett in die Haare kriegt. Das ist einfach so, man kann sich irgendwann mal auch nicht mehr sehen. Also wir haben da drüben schon öfter, also vorhin hatten wir gerade wieder einen lustigen Schlagabtausch. Das ist halt wie in der Firma auch, wenn dann halt, keine Ahnung, in der Familie auch, wenn der eine halt was doof findet und der andere nicht. Der eine hat was gemacht, was der andere doof findet und dann sagt man sich das halt und dann fetzt es halt mal. Und das muss aber auch okay sein, das muss halt auch mal sein. Und der Teil da unten, das ist auch ganz wichtig, gerade in so kleinen Firmen in den ersten paar Jahren, geht euch halt auch mal aus dem Weg. Macht halt mal Homeoffice, macht mal Coffeeshop-Arbeit, macht mal einen Tag, eine Woche frei, macht auch mal 3 Wochen frei. Wenn man immer nur aufeinander draufhängt, dann kriegt man irgendwann halt mal einen Koller. Und was da passiert in der Kultur, ich habe da so einen Spickzettel, ist ganz spannend, weil am Anfang ist alles so für die Sache und alle sind so aligned, alle wollen so aufs gleiche Ziel hinaus und irgendwann fängt es mal an, dass man sich fragt, ob das alles fair ist hier. Verdiene ich denn das Geld, das ich verdienen sollte? Arbeitet der andere mehr? Arbeitet er weniger? Trägt er mehr bei? Ist er mehr unterwegs? Das Thema Reisezeit ist bei uns ganz groß. Es gibt halt welche, die ganz viel reisen, andere sind mehr im Büro. Und das nagt dann auch so ein bisschen an der Kultur. Und auch so Sachen muss man dann eben auch mal wieder bei so einem offenen Forum auf den Tisch legen und sagen, wie ist denn das? Findet ihr das doof, dass der eine immer da ist und der andere immer weg ist und so? Und dann muss man da halt offen drüber reden. Aber das ist wie vorhin, was ich sagte mit der Heizung. Das ist ja zwischen zwei Gründern oder Geschäftspartnern so. Das ist auch in diesem Team dann einfach so. Und da muss man auch ganz stark drauf achten. Und dem kann man manchmal einfach aus dem Weg gehen, indem man auch mal Leute wegschickt. Und man sagt, mach doch mal irgendwie eine Woche Homeoffice oder mach doch mal jetzt 2-3 Tage frei oder arbeit mal von daheim, arbeit mal vom Coffeeshop aus, dass man mal wieder durchatmen kann irgendwie. Das ist so das bisschen Micromanagement, das man schon auch machen muss. Genau, dann haben wir, das war jetzt mal so das ganze Interne. Jetzt kommen wir zu dem Thema Netzwerk. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Oh, ja, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne abreißt bei euch, einfach melden, dann mache ich ganz schnell. Jetzt kommt das Thema Verkauf. Und wir haben ganz lange nur über Netzwerk verkauft. Also wir haben einfach gute Netzwerke gehabt, gute Beziehungen gehabt, gute Verbindungen zu Menschen gehabt und darüber haben wir unsere Waren verkauft. Und das ist super effektiv. Das trägt wieder zur Flexibilität bei. Oder andersrum, es macht Flexibilität möglich, weil ich weiß, ich kann irgendwo anrufen und sagen, hey, können wir was miteinander machen? Dann sagt der andere, ja, wir können was miteinander machen und dann machen wir was miteinander. Und es läuft. Da habe ich eine ganz kurze Akquisephase. Es dauert eine Woche, dann ist es klar. Und mit der FAZ haben wir so eine Beziehung, wo wir ganz, ganz schnell, also ich weiß, ich kann ganz schnell ein Projekt akquirieren, die FAZ weiß, sie kann ganz schnell von uns Leistung bekommen und das funktioniert wunderbar. Das Netzwerk beauftragt, empfiehlt, vernetzt, verbindet, verstärkt, das ist wirklich, also Netzwerk ist ganz, ganz toll, wenn es um Effektivität geht, aber es skaliert null. Ein Netzwerk ist abhängig von einzelnen Personen und ein Netzwerk akzeptiert keine andere Person. Also ich kann nicht einfach sagen, ich schicke jetzt jemand anderen zu meinen Netzwerkpartnern. Im Netzwerk bist du immer, wenn es um die Firma geht, eigentlich alleine, weil du stehst für die Person und nicht für die ganze Firma. Und es ist wieder so eine Frage, was eure Ambitionen sind, wenn es ums Wachstum geht. Wenn ihr wirklich wachsen wollt über einen Punkt hinaus, an dem wir zum Beispiel auch gerade sind, bei uns hat sich das eben gerade verändert, dann müsst ihr euch eine andere Marktbearbeitung überlegen. Dann müsst ihr strukturierter und flächiger quasi den Markt bearbeiten, als ihr das in einem Netzwerk könnt. Also da muss es eben irgendwie auch über Bande gehen, es muss über andere Personen gehen, es muss auch ohne tiefe Beziehungen und langjährige gemeinsame Gelageabende funktionieren, dass man eben miteinander Geschäfte macht. Dann haben wir, das ist auch, ich will euch noch so viel erzählen. Wachstum und Größe sind nämlich keine Erfolgsgaranten. Also das ist ja auch manchmal so das Feedback oder das, was andere sagen. Naja, wir versuchen halt in den nächsten 3 Jahren einen Umsatz von 1 Million zu machen oder keine Ahnung von 500.000 Euro und dann sind wir erstmal safe. Und das ist vollkommener Bullshit. Also du bist überhaupt gar nie safe. Also du kannst ein riesengroßes Unternehmen sein und wirst nicht safe sein. Ich kenne Unternehmer, die haben viel größere Läden als meine, die haben auch noch Sorgen. Und auch wenn man eben größer und größer und größer wird,
glaubt nie, dass ihr unverwundbar seid. Das ist das, was die meisten zu Fall gebracht hat, die ich so kennenlernen durfte in meiner Zeit, die irgendwie so einen Höhenflug bekommen haben. Die auf einmal keinen Respekt mehr vor der Aufgabe hatten, die Verantwortung nicht mehr ernst genommen haben, die sie hatten, die Verantwortung für Mitarbeiter, für Kunden, für Geschäftspartner, die vielleicht an einem dranhängen auch. Je größer man ist, desto mehr Respekt muss man vor der Verantwortung auch haben. Das kann ich euch nur empfehlen. Also je größer ihr werdet, desto demütiger solltet ihr sein. Das ist tatsächlich so. Ich bin so klein mit Hut, weil ich weiß, was auf mir lastet. Und dessen bin ich mir voll bewusst. Genau, ich spreche immer von den Lektionen in Demut. Also seid euch, fangt nicht an irgendwie, wenn mal was gut geklappt hat, freut euch und dann arbeitet weiter. Das kann ich euch echt nur empfehlen. Macht nicht irgendwie 3 Wochen Pause und dreht ab, sagt anderen Kunden ab, behaltet einfach, bleibt einfach am Teppich, habe ich glaube ich geschrieben, genau. Das kann sich so schnell wieder verändern. Das war bei uns so im zweiten Jahr, also bei Netzstrategen, erste, zweite Jahr, mal geschwind Umsatz verdoppelt, Mitarbeiterzahl verdoppelt, alles ging ganz toll. Mitte des Jahres haben sich unsere Kunden, die uns diesen Aufstieg ermöglicht haben, diese Kundengruppe, hat sich verstritten, war weg und von heute auf morgen haben wir 250.000 Umsatz verloren. Und das war für mich so wirklich der Augenblick, wo ich gesagt habe, okay, mein Lieber, wir bleiben mal immer auf dem Teppich, okay, weil das kann ganz schnell anders sein. Wir haben das dann geschafft, das Jahr durchzuziehen, ohne jemanden entlassen zu müssen, ohne Teilzeit machen zu müssen. Wir haben es irgendwie sogar geschafft, in dem Jahr einen Umsatz plus zu schaffen, obwohl uns ein halbes Jahr quasi für ein halbes Jahr der Umsatz wegbrach. Aber das war so ein Jahr, das hat uns alle gezeichnet und hat mir gezeigt, dass es, nur weil es mal irgendwie 2-3 Jahre am Stück nach oben geht, nicht auch mal nach unten gehen kann. Wir haben auch nicht jedes Jahr einen Umsatz plus, muss man auch wissen. Also wir legen nicht jedes Jahr mehr und mehr Umsatz drauf. Das ist nicht so, das kann mal sein, das muss aber nicht. Genau, Wachstum und Größe bringen eben auch wieder ganz neue Probleme mit sich, weil je mehr Business man hat, desto mehr läuft auch schief. Also desto mehr Menschen sind involviert, desto mehr Beziehungen sind drin, desto mehr Details muss man managen, desto mehr Fehlschläge gibt es, mehr Enttäuschungen, mehr Sorgen und mehr schlaflose Nächte. Vor allem macht man einfach immer mehr Fehler, weil man immer mehr Entscheidungen treffen muss. Also du hast immer mehr Entscheidungen und du musst die immer irgendwie beantworten, ja oder nein, vielleicht. Und da hilft eigentlich nur eins, Entscheidungen treffen, gucken, was passiert, wenn es gut läuft, freuen, wenn es schlecht läuft, lernen, was schiefgelaufen ist und weitermachen. Also lasst euch da nicht entmutigen. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich mehr Fehler gemacht, als ich richtig gemacht habe, also Dinge, die ich richtig gemacht habe, aber habe die Fehler immer möglichst schnell auch wieder ausgemerzt. Das bringt uns zu dem Punkt der Planbarkeit nochmal. Das hier, was ihr im Hintergrund seht, ist tatsächlich unser Kontostand der letzten, ist die Ertragslage der letzten 3 Jahre in diesen verschiedenen Linien. Wir machen jedes Jahr einen Gewinn, aber nicht jeden Monat, nicht an jedem Tag. Wir haben am Tag, in der Minute haben wir Kosten von 6 Euro und wir machen in der Minute einen Umsatz von 7 oder so, ganz grob, haben wir ausgerechnet. Und das ist halt eine Berg- und Talfahrt. Wer viel Umsatz macht, muss auch meistens mehr Kosten mitbringen. Es ist egal, ob ihr dazu mehr Mitarbeiter einstellen müsst, ob ihr mehr Ware einkaufen müsst, ob ihr mehr Marketing machen müsst, wenn ihr eben unterwegs seid. Und das bedingt einfach auch höhere Schwankungen. Der Kontostand ist einfach eine Achterbahn und wenn das jemand anders hinbekommt, dann darf er mich bitte anrufen, dann höre ich dem ganz genau zu. Also es ist halt einfach so und es ist auch ganz normal. Ich freue mich, also ich hätte mich gefreut, hätte mir das mal jemand gesagt irgendwann, weil man ja immer denkt, alle um mich rum machen nur Gewinn, bei denen läuft alles super und die kommen nur vorwärts. Bei uns und bei keiner Firma, die ich besessen habe oder wo ich Anteile hatte oder wo ich jetzt beteiligt bin, ist das so, dass es nur nach oben geht. Das habe ich noch nirgends gesehen. Weder bei unseren großen Kunden, wir haben sehr große Kunden auch, die wir betreuen, wo wir die Zahlen kennen, noch bei ganz kleinen Startups. Also macht euch da nicht verrückt, es ist halt einfach so. Und wenn ihr Wachstum habt und wenn ihr immer größer werdet, dann sieht man kaum, das ist ein Server auf einer sehr, sehr großen Welle, dann werden auch diese Wellen größer. Da schwankt mal euer Kontostand. Bei uns kann er mal schwanken um 100.000 Euro in 2 Tagen. Das passiert mal. Und da muss man irgendwie auch cool bleiben, weil man halt mal irgendwie Gehälter zahlt und die Kunden sich gesagt haben, ich lasse mir heute mal einen Tag länger Zeit mit den Eingangsrechnungen und so. Und dann sitzt man halt da und guckt auf seinen Kontostand und die Buchhalterin sagt auch, André, ist gerade nicht so geil. Und so, ja, guck mal, wie es morgen ist. Und morgen kann es wieder ganz anders sein. Also man muss auch so ein bisschen lernen, mit diesem Nervenkitzel umzugehen, gerade wenn ihr halt, wobei es ist egal, wie groß ihr seid. Ihr müsst immer das Essen bezahlen und die Miete bezahlen und so und das Telefon, das ist immer da. Es ist egal, ob ihr es ein Essen oder 20 Essen bezahlt mit dem, was ihr reinholt.
Und ich habe das mal dazu geschrieben, man wird irgendwann mal zu einer Bank für seine Kunden. Also was wir an offenen Posten haben, je mehr Größe wir haben, das ist krass. Wir sind wirklich wie so ein Dispo-Kredit für unsere Kunden. Es ist halt einfach so, wir versuchen das hinzubekommen, das zu verbessern, dass wir die Kunden dazu animieren, uns früher zu bezahlen, setzen Zahlungsziele kürzer, aber nachher machen sie halt doch, was sie wollen. Also auch da, wenn ihr ein Kraut findet, das dagegen hilft, sagt Bescheid. Für einen Augenblick kann ich euch nur sagen, bei uns ist es auch so. Man kann sogar mit dem Finanzamt reden, genau das fand ich eine ganz interessante Geschichte bei mir. Und zwar hatten wir wirklich mal die Situation, wo das Finanzamt sagte, so, 20.000 Euro bitte, und wir hatten aber keine 20.000 Euro auf dem Konto an dem Tag, an dem sie das Geld haben wollten. Und dann wusste ich auch nicht genau, was ich machen soll. Ich sah das ja kommen in der Planung, dass wir an diesen Tag kommen, wo das Finanzamt Geld will, weil die sagen es einem ja vorher. Und wir haben es trotzdem halt nicht auf dem Konto gehabt. Wir hatten es schon in offenen Rechnungen, die Kunden nicht bezahlt hatten und so, aber wir hatten es halt nicht parat. Und das war so ein ganz großer Augenblick, wo ich da mal angerufen habe und gesagt habe, Freunde, ich kriege das nicht hin. Ich habe das nett gesagt und freundlich und alles gut. Und dann haben die auch gesagt, oh, dann machen wir es anders. Und dann habe ich so, what? Krass, das Finanzamt. Also man kann mit denen echt reden. Und im Endeffekt ist es für mich nur exemplarisch dafür, dass ihr Probleme auf gar keinen Fall aussitzen solltet. Hätte ich einen Tag länger gewartet, hätte die Frau am Telefon mir nicht mehr helfen können, weil da läuft das bei denen einen ganz anderen Prozess rein. Da kommen sofort irgendwie so die Krallen raus und da kann die nichts mehr für mich machen, am Tag danach. Aber am Tag davor kann sie mir noch helfen. Und so ist es eigentlich mit allen Problemen, die ich hatte. Je schneller ich die angehe und wenn ich den ersten Schritt auch mache und nicht darauf warte, bis es über mich hineinbricht, dann habe ich meistens die Möglichkeit, das Problem saugut zu lösen. Auch wenn ich merke, dass im Kunden was im Argen liegt, wenn ich merke, dass ein Mitarbeiter unglücklich ist, dass ein Geschäftspartner zum Beispiel einfach, wenn ich merke, dass der nur noch nervös ist und an Fingernägeln kaut, dann frage ich dann auch mal, sollen wir dem mal einen Vorschuss zahlen auf deine Rechnung oder so? Ne? Und dann sagt er, oh ja, super geil, das würde mega helfen. Und 3 Tage später ist er glücklich und macht einen viel besseren Job und ist wieder viel besser drauf. Also ich wollte da nur sagen, und diese Notizen, was ich so ein bisschen erzähle, die stehen auch in den Notizen von den Vorträgen. Wenn ihr euch die anguckt, dann steht das auch drunter immer. Wenn ihr Probleme habt, dann solltet ihr die sein, die anfangen, auf sie zuzugehen. Macht den ersten Schritt, weil dann seid ihr auch diejenigen, die mehr Spielraum haben. Dann könnt ihr den ersten Vorschlag machen und könnt es konstruktiv lösen. Sogar mit dem Finanzamt, wobei die Finanzamt sind trotzdem die Bösen. Also, sorry, die sind total nett. Ich finde die wirklich, also ich fand es total toll, dass sie uns geholfen haben. Die haben uns danach auch noch ein paar Mal geholfen. Aber kennt ihr eine nachträgliche Steuervorauszahlung? Ey, sorry, es ist total krass. Niemand ist geschäftsschädigender als das Finanzamt. Das ist wirklich der Oberhammer. Ich würde euch auch echt empfehlen, weil die haben so einen Spaß bei uns schon gemacht, jetzt mit der Systemumstellung letztes Jahr. Gebt denen nur Einzugserlaubnis für die Umsatzsteuer, weil wenn ihr das verpasst, brennt echt die Hütte. Aber ansonsten keine Einzugserlaubnis für irgendwelche anderen Steuern würde ich nicht geben. Die haben uns mal vor 2 Jahren aus Versehen 16.000 Euro abgebucht. Das war echt unangenehm. Und die haben 8 Wochen gebraucht, um sie zurückzubuchen. Und damit haben wir dann gesagt, so, ihr kriegt das Finger weg von unserem Konto. Keinen Zugriff mehr. Also sie sind böse und wir finden sie nicht toll. Aber wenn ihr mal ein Problem mit denen habt, ruft sie halt mal an und macht einen Vorschlag. So war es bei mir auch. Auch noch so ein Punkt, Zeitmangel wird so ein ständiger Begleiter. Das Bild dahinter, ach Gott, man sieht es ja echt fast nicht. Also guckt euch die Folien nochmal auf dem Bildschirm an, das sind ganz schöne Bilder teilweise von meinen Kindern, die sich da eben einen Joghurt teilen, die beiden Kleinen. Das meine ich auch hier, Zeitmangel könnt ihr nur bekämpfen, indem ihr teilt. Also das geht nicht anders. Weil ihr könnt euch nicht mehr teilen, ihr könnt auch nicht noch mehr geistiger Kapazität aufbauen. Also ihr könnt euch super geil organisieren. Ich bin echt super organisiert. Also wirklich, kann ich von mir selber behaupten, ich kriege unglaublich viel in sehr kurzer Zeit hin, aber es hat eine Grenze, was mein Prozessor hinbekommt. Deswegen müsst ihr ganz früh lernen zu teilen. Und ich sage nicht delegieren, ich sage nicht abgeben. Das sind die falschen Begriffe dafür. Teilt die Arbeit mit anderen, teilt die Verantwortung mit anderen, teilt den Spaß und die Trauer mit anderen. Wenn wir einen scheiß Monat haben, teile ich das auch mit allen anderen im Büro, damit die wissen, warum ich so bescheuert aussehe heute. Ne? Damit die wissen, fuck, okay, da läuft irgendwas nicht schief, mir geht es da sofort besser. Und nur wenn es mir gut geht, kann ich auch irgendwie vorwärts arbeiten. Also teilen ist der einzige Weg, um im Zeitmangel klarzukommen. Egal ob man... Weil ich will, dass der andere wirklich Verantwortung übernimmt. Ich möchte, dass der andere weiß, um was es geht, dass es wichtig ist und dass er das als sein eigenes Baby ansieht. Und nicht, dass ich sage, kümmere dich da mal drum. Das ist scheiße, weil ich will nicht, dass sich jemand drum kümmert. Das ist Andres Ding, das muss er jetzt machen für mich und fertig. Also ich versuche da ganz bewusst, oder wir versuchen ganz bewusst eben teilen zu sagen, klar,
sagt man mal, hey, benutzt man mal die falschen Begriffe, aber von der Attitüde her sollte es Teilen sein. Und nicht nur gute, sondern auch schlechte Sachen. Also bei uns müssen alle die Verantwortung tragen können. Das können sie aber auch nur, wenn ich mit denen Informationen teile zum Beispiel. Wenn ich denen jeden Monat einen Blogbeitrag schreibe, wie es um unsere Finanzen aussieht zum Beispiel. Dann können die auch alle Anteil nehmen und können helfen. So. Und nur so kann man auch tatsächlich den Zeitmangel erschlagen. Also so kriegen wir jetzt auf breiter Fläche viel mehr hin. Wir sind dadurch noch schneller geworden, was wieder so ein Aspekt ist, was unser Geschäftsmodell ausmacht. Wir sind unglaublich schnell. Also das sagen unsere Kunden immer wieder, so krass, du kannst es vielleicht selber auch sagen, es ist so, man kriegt von uns unheimlich schnell Feedback, Antwort und das zeichnet uns als Unternehmen aus. Das ist auch wieder so ein Kernelement unseres Geschäftsmodells. Das ist so ein Teil dieser 70%, auf den wir voll unsere Aufmerksamkeit legen. Und was wollte ich jetzt vorher sagen? Genau, Zeitmangel wird schneller Begleiter und man verliert zunehmend irgendwie den Überblick und auch die Kontrolle. Also es ist absolut so bei mir in der Firma oder bei uns da drüben, da passieren Sachen, die, okay, krass, alles klar. Morgen ist Tag der offenen Tür, am Sonntag ist Tag der offenen Tür, ich habe vorhin erfahren, was wir da machen. Also dass wir da überhaupt so richtig mitmachen und was unser Programm da ist, habe ich vorhin mitbekommen. Neue Kunden, okay, super, freut mich. Oder ich komme ins Büro, wer bist denn du? Ja, ich bin der neue Praktikant, alles klar. Das ist aber auch geil, dass es so ist, dass die Firma lebt und wenn es irgendwie nicht so ist, wenn ihr nach 2-3 Jahren immer noch alles im Griff habt, dann ist irgendwie auch vorher was schiefgelaufen. Dann sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man echt richtig surft oder ob man bloß im Nichtschwimmerbecken unterwegs ist. Jetzt komme ich zum Abschluss. Oh, so ein schönes Bild. Schade, schade. Es ist meine große Tochter in einem Blumenmeer. Freiheit ist super subjektiv. Jetzt kommen wir so zu dieser Gründerphilosophie. Es wird vielleicht ein bisschen Herzschmerz, aber es ist halt so, wenn ich mit Freunden spreche, die bei Axel Springer arbeiten, Karriere machen oder die, keine Ahnung, bei Volkswagen sind oder bei irgendwelchen anderen großen Konzernen, mich dann so, ey, Alter, du arbeitest immer noch, du arbeitest am Wochenende, wieso bist du denn jetzt schon wieder irgendwie beschäftigt, warum reist du dahin, sag mal, willst du nicht mal Urlaub machen, bla bla bla. Ich mache all die Dinge, nur halt nicht in der Taktung, wie er sie macht, nicht zur gleichen Zeit, wie er das macht. Weil, und das sage ich ihm dann immer, für mich beginnt das Freiheitsgefühl nicht um 17 Uhr. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht erst ab 17 Uhr frei für mich entscheiden. Also Freiheit ist für mich Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit, Unabhängigkeit ist für mich Freiheit und die erreiche ich alle mit der Selbstständigkeit. Ich war in einem Konzern, ich weiß, wie es da ist und das ist für mich nicht Freiheit. Auch wenn ich um 17 Uhr nach Hause gehen kann, auch wenn ich Gleitzeit machen kann, wenn ich Überstunden abbauen kann und so, das ist alles nicht Freiheit. Das ist alles im Endeffekt, wenn ich mir angucke, was die Downside ist davon, ist es eigentlich eher so für mich, für meinen Begriff eher Sklaverei und da habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe mich bewusst für diesen Weg entschieden, weil meine Freiheitsdefinition anders ist als die von meinem Freund Bastian, der bei Axel Springer ist und halt ein ganz anderes Leben führt als ich. Und klar hat er mehr freie Zeit, aber ich finde, es ist nicht Freiheit, was er hat. Zumindest könnte ich mir nicht vorstellen, in seinen Schuhen zu laufen. Und ich schlafe auch heute noch schlecht, das ist ganz normal, obwohl wir eine bestimmte Größe jetzt als Firma haben und wir ganz gut vorwärts kommen und das Jahr auch gut aussieht. Es gibt immer Dinge, die an einem nagen und die einen schlecht schlafen lassen. Ich bin das gewohnt, ich kenne das von daheim. Aber ich würde das halt jederzeit wieder tun. Also es ist ein mega Trip, es ist ein mega Riesenabenteuer, es macht aber auch riesen viel Spaß, wenn man halt guckt, dass man vom Anfang nochmal übernimmt, dass man überlegt, was man eigentlich erreichen will. Und ich will Abenteuer haben, ich will abwechslungsreich unterwegs sein, ich möchte nicht jeden Tag das Gleiche machen, das tue ich auch nicht. Und ich würde es auch jeden Tag wieder so machen, ich würde nichts anders machen, ich würde aber trotzdem weiter lernen und Dinge besser machen. Also zweimal den gleichen Fehler machen, das ist ja jetzt auch, muss man nicht unbedingt tun. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Deswegen, von mir werdet ihr nie hören, macht euch bloß nicht selbstständig. Wenn ihr das wirklich in euch tragt, wenn ihr eine Idee habt, die euch brennen lässt, wenn ihr euch überlegt habt, warum ihr euch selbstständig macht, über diese Idee hinaus, dann macht das. Ey. Und das wird auch total geil. Das wird ein super Trip. Und es wird, und wenn es nicht geklappt hat, dann macht ihr halt wieder das, was ihr vorher gemacht habt. Also worst case. Also bei mir ist auch, was mache ich, wenn das alles crashed and burned? Naja, ich gehe zum Verlag zurück im schlimmsten Fall. Ich schreibe irgendwelche Bücher, ich mache einen Surfshop irgendwo auf, keine Ahnung, mache hier was anderes. Ich werde schon nicht verhungern und meine Kinder auch nicht. Also, ja, das ist alles nicht so wild. So schlimm ist das alles nicht. So, jetzt habt ihr es geschafft. Ich hoffe, ich bin so halbwegs in der Zeit geblieben. Ich hoffe, es hilft irgendwie. Wir können gerne noch Fragen stellen. Vielleicht noch ganz kurz, netzstrategien.com/sagen ist unser Blog, da bloggen wir. Facebook sind wir auch, da gibt es die Folien nochmal zur Erinnerung, schaut sie euch an. Ich schicke sie aber auch gerne nochmal zu euch, dann könnt ihr sie nochmal posten. Wir sind auch auf Twitter und Dirk hat es vorhin schon gesagt,
Netzstrategen machen Feierabend, nächstes Mal am nächsten Dienstagabend ab so 18 Uhr gibt es 3 Vorträge immer. Bier und Würstchen, kostenlos, aber mit Spende an die Kinderkrebsstation hier in Karlsruhe. Amen. Vielen Dank.